Okay, hallo. Folgendes Problem beim Update des Graupner Electric Air Moduls. Ich halte hier bereit das USB-Interface mit dem 2-Pol- und dem 3-Pol-Kabel. Das 3-Pol-Kabel habe ich adaptiert, Stecker, Stecker, um dann hier in den Telemetrieport einzustecken. Auf dem Computer läuft das Firmware Upgrade Studio 2.4. Ausgewählt ist das Hot-Sensor-Modul mit der richtigen Firmware für das Modul. Ich klicke auf automatisch laden, der Balken läuft los und ich stecke hier am Modul in den Telemetrieport ein. So, und was passiert ist nichts. Error, Device not found, Device ID not found. Der COM-Port stimmt, ist vorher auch getestet worden. Tja, ich weiß nicht weiter.